Wenn Menschen die alten Wege verlassen und neu beginnen, da berühren sich Himmel und Erde. Wenn Menschen auch an andere denken, wenn sie sich verbinden, wenn sie sich verschenken, da berühren sich Himmel und Erde. So haben wir eben im Lied gesungen. Der Aschermittwoch, den wir heute gemeinsam feiern wollen, bietet uns die Chance, anzuhalten, unser Leben zu überdenken und neu zu beginnen. Schön, dass ihr Kinder und Erwachsene zu Hause und hier in der Kirche mit uns den Gottesdienst zum Aschermittwoch feiert. Begrüßen wir nun auch Gott in unserer Mitte, wenn wir gemeinsam sprechen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Innehalten, unser Leben überdenken und einmal genauer hinschauen, was wir besser machen wollen. Das können wir immer wieder. Ganz besonders lädt uns der Aschermittwoch heute ein, dies zu tun. Unser kleines Anspiel soll uns beim Nachdenken helfen. Jetzt fängt wieder die Fastenzeit an. Vielleicht schaffe ich es ja dieses Mal, etwas kürzer zu treten und mir mehr Zeit zum Nachdenken zu nehmen. Zeit für eine kleine Aufräumaktion sollte auch noch drin sein. Hoppla! Über was bin ich denn jetzt gestolpert? Das ist ja mein Farbkasten, mein Lebensfarbkasten. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Mein Lebensfarbkasten mit all den Farben für mein Leben. Mit all den Farben, die Gott mir geschenkt hat, damit ich mein Leben bunt malen kann. Armer Farbkasten, du siehst ganz schön mitgenommen aus, ganz verdreckt und vertrocknet. Was ist da nur passiert? Ja, sieh mich nur an, ich bin deine Farbe Rot, die Farbe der Liebe. O weh! Du siehst aber eingetrocknet aus, als hätte ich dich schon lange nicht mehr benutzt. Rot, die Farbe der Liebe. Naja, da habe ich in meinem Leben wohl in der letzten Zeit nicht viel Liebe gemalt. Und dabei bist du doch so wichtig. Anscheinend hast du auch mich vergessen. Ich bin deine Farbe Orange, die Farbe der Wärme. Ja, zugegeben, vielleicht habe ich die letzte Zeit zu sehr an mich gedacht und die anderen zu wenig beachtet. Dabei ist es doch so einfach, Wärme zu verschenken. Durch ein Lächeln, ein Augenzwinkern, ein gutes Wort. Oder wenn ich helfe, wenn jemand meine Hilfe braucht. Mich hast du auch vernachlässigt. Ich bin deine Farbe Gelb, die Farbe der Freude und des Lichtes. Nun, Freude und Spaß ist in der letzten Zeit wirklich ein bisschen zu kurz gekommen. Wir konnten ja wegen Corona gar nicht Fasnacht feiern. Und die vielen Verbote. Und dass ich die Freunde nicht sehen kann, nimmt mir manchmal echt die Freude. Aber eigentlich geht es mir doch trotzdem noch gut. Und ich kann zu Hause spielen.
malen, tanzen und ein Lied singen. Das sollte ich nicht vergessen. Und anderen eine Freude bereitet, das habe ich vielleicht auch zu wenig. Kennst du mich noch? Ich bin deine Farbe Grün, die Farbe der Hoffnung. Oh weh, dich habe ich in der letzten Zeit oft aus dem Blick verloren. Auch du siehst ganz schön mitgenommen aus. Aber da war einfach so viel. Die Sorge wegen Corona, das Lernen und Arbeiten zu Hause und immer nur funktionieren. Oft war ich mutlos und ganz ohne Hoffnung. Da habe ich wohl die Hoffnung aus dem Blick verloren. Und wie sieht es mit mir aus? Ich bin deine Farbe Blau, die Farbe des Vertrauens und der Treue, die Farbe, die sagt, auf mich kannst du dich verlassen. Treue, Verlässlichkeit, zugegeben, das kam vielleicht auch etwas zu kurz. Verlässlich sein, für andere da sein, auch Gott die Treue halten. Dich sollte ich unbedingt öfter malen. Ich bin deine Farbe, Violett, die Farbe der Umkehr, die Farbe für Versöhnung und Frieden. Wenn ich ehrlich bin, habe ich auch dich die letzte Zeit vernachlässigt. Wenn ich nur daran denke, wie oft ich mich über andere lustig mache, wie schnell wir in der Familie streiten wegen Kleinigkeiten oder wie ungeduldig ich oft bin und nur meinen Kopf durchsetzen möchte. Violett, die Farbe des Friedens. Auch dich sollte ich in Zukunft wieder mehr achten. Ich bin deine Farbe Braun. Ich bin die Farbe des Durcheinanders, des Oberflächlichen, des Chaos. Mich hast du sehr viel gemalt in der vergangenen Zeit. Ja, du hast recht. Ich lasse mich im Moment von der Lage wirklich durcheinander bringen. Wie oft klage und lamentiere ich über die Umstände, die doch nicht zu ändern sind. Wie oft renne ich hektisch rum und bin gestresst. Und anstatt die Zeit, die ich habe, zu nützen, für Dinge, die mir gut tun, verplempere ich sie am Computer oder vor dem Fernseher. Du bist wirklich viel zu oft zu sehen auf meinem Lebensbild. Schließlich sind auch wir noch in deinem Farbkasten. Wir sind deine Lebensfarben, schwarz und weiß. Wir stehen für all die dunklen und hellen Stellen in deinem Leben. Ja, auch euch beide brauche ich in meinem Farbkasten. Für die Freude und die Trauer auf meinem Lebensbild. Auch auf euch will ich in Zukunft wieder viel mehr achten. Ich glaube, es war heute wirklich einmal an der Zeit, meinen Lebensfarbkasten genauer unter die Lupe zu nehmen. Da lag doch einiges im Argen. Jetzt seid ihr Farben alle wieder frisch und sauber. Schön, wie vielfältig und bunt mein Leben sein kann.
So hat jeder von uns einen Lebensfarbkasten mit vielen bunten Farben. Und nun liegt es an uns, wie wir die Farben, wie wir all die Fähigkeiten, die Gott uns geschenkt hat, nützen. Heute am Aschermittwoch und in den nun kommenden Tagen der Fastenzeit sind wir eingeladen, unser Leben und unseren Lebensfarbkasten genauer anzuschauen und ganz behutsam umzugestalten. Es ist natürlich nicht einfach, diese Aufgabe anzugehen. Jesus macht uns im Evangelium Mut, unser Leben zu ändern und uns auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist. Hören wir dazu die Stelle aus dem Markus-Evangelium. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Jesus ging wieder nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an die frohe Botschaft. Kehrt um und glaubt an die frohe Botschaft. Wort des lebendigen Gottes. Kehrt um und glaubt an die frohe Botschaft. So ruft Jesus auch uns heute zu. Er sagt zu uns: Besinnt euch auf das, was euer Leben und euer Miteinander gut und froh macht. Das Bild des Lebensfarbkastens, das wir in unserem Gottesdienst heute kennengelernt haben, will uns dabei helfen. Denn bunt ist unser Leben. Bunt sind die Fähigkeiten, die Gott uns geschenkt hat. In den kommenden Tagen der Fastenzeit können wir nun ganz bewusst ausprobieren, wie wir unsere Lebensfarben in Zukunft besser nutzen wollen. Und so bitten wir: Zeige uns, wo wir deine Liebe zu den Mitmenschen bringen können. Immer wieder Wege finden, Wärme in der Welt zu verbreiten.
und Licht in die Welt strahlen. Schenke uns immer wieder Mut und Hoffnung, auch wenn unser Leben einmal schwer wird. Hilf uns als Christen, als Gemeinschaft deiner Kinder, verlässlich und treu zusammenzuhalten. Mach uns bereit, umzukehren und immer wieder zur Versöhnung und Frieden beizutragen. Schenke uns in den kommenden Tagen der Fastenzeit immer wieder Kraft, aus Hektik, aus Gedankenlosigkeit und aus Stress auszubrechen. Immer wieder spüren, dass du, Gott, uns durchs Leben begleitest. Diese und alle unsere unausgesprochenen Bitten, die wir im Herzen haben, tragen wir nun hin vor Gott, wenn wir miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, wir haben diesen Gottesdienst zum Aschermittwoch genützt, um anzuhalten und unseren Lebensfarbkasten genauer zu betrachten. Nun liegt es an jedem von uns, welche Farben er oder sie ab heute mehr in sein Leben einmalen will. Nun liegt es an uns, dass wir neue Wege gehen, damit Himmel und Erde sich berühren, wie wir es im Eingangslied gesungen haben. Ein ganz besonderes Zeichen für Umkehr und Neuanfang ist das Aschenkreuz, mit dem wir am Aschermittwoch bezeichnet werden. Es soll uns Kraft geben und Mut machen und uns an die Worte Jesu erinnern: Kehrt um und glaubt an die frohe Botschaft. Und auch wenn wir heute nur per Bildschirm miteinander gefeiert haben, können wir uns trotzdem auch in diesem Jahr mit dem Aschenkreuz bezeichnen lassen. Ihr findet in unseren Kirchen diese vorbereiteten Tüten.
mit geweihter Asche darin, die aus den Palmzweigen des letzten Jahres entstanden sind. Holt euch in den kommenden Tagen eine dieser Tüten in der Kirche ab und zeichnet in der Familie einander das Aschenkreuz als Zeichen der Stärkung auf die Stirn. Wie wir uns dies jetzt gegenseitig auch machen. Am Ende unseres Gottesdienstes wollen wir um Gottes Schutz und Segen bitten. Herr, unser Gott, du liebst uns. Du hast uns mit Fähigkeiten und Gaben beschenkt, die unser Leben bunt und interessant machen sollen. Wir wollen in deinem Geist leben und Gutes tun. Wir wollen die Fähigkeiten und Talente, all die bunten Farben in unserem Lebensfarbkasten nützen und vorsichtig und umsichtig mit ihnen umgehen. Hilf du uns dabei und sei mit deinem Segen alle Tage bei uns. So segne uns alle, Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Liebe Kinder, liebe Erwachsene, schön, dass wir heute gemeinsam diesen Gottesdienst gefeiert haben. Ein herzliches Dankeschön den Kindern, die sich per Video zum Gottesdienst eingefunden haben, sowie den Eltern für die Einspielungen der Kinder. Danke an unsere Filmcrew, ohne die dieser Online-Gottesdienst nicht möglich wäre. Bedanken möchte ich mich schließlich auch bei den Frauen und den Kindern vom Familiengottesdienst-Team, der Flötistin, die mit uns den Gottesdienst hier in der Kirche gefeiert haben. Heute schon lade ich euch und Sie alle herzlich ein zum Familiengottesdienst zum Miserio hier in der Kirche oder zu Hause. Können Sie ihn mit uns feiern? Wir übertragen diesen Wortgottesdienst am 21. März um 10.30 Uhr ebenfalls online über den YouTube-Kanal der Seelsorgeeinheit. Und nun geht und bleibt in seinem Frieden.